Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tesla Mac. Mein Name ist Marin und ich bringe dir heute ein neues Update. Es freut mich, dass du wieder dabei bist und wir starten rein mit Neuigkeiten, exklusiv auch aus Grünheide, unter anderem bezüglich der Auslieferungsstrategie und vielen mehr. Und wenn du neu dabei bist, lass gerne ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Dann haben wir hier Neuigkeiten über Adrian, der hier gepostet hat, dass das Service Subscription Modell jetzt kostenlos ist. Ja, es ist unglaublich, es gibt auch mal etwas, was günstiger wird oder sogar kostenlos wird. Also das sind Neuigkeiten, die hört man doch gerne. Hier oben also nochmal die Preise für stündlich, täglich, monatlich und jährlich, nur dass du schon mal einen Vergleich hast. Ja, dann schauen wir auch gleich nach Grünheide. Da ist ja in den letzten Wochen sehr viel passiert und da möchte ich nochmal durch interne Quellen, die mir zugetragen worden sind, nochmal drauf eingehen. Es gab erstmal diesen großen Skandal über dieses auslaufende Flüssigkeit draußen und das kommt tatsächlich aus dem Paint Shop, sprich da, wo die Farben auf die Autos gemacht werden. Und hier ist es so, dass ein ganzes Auto eben halt in die Grundierung reingekippt ist und von der Haltung gerutscht ist. Und dadurch musste das ganze komplette Becken entleert werden. Und dadurch ist auch diese Situation entstanden, die da draußen zu sehen war. Das ist aber weiterhin sicher, dass es nicht ins Grundwasser gegangen ist. Und es ist so, dass sowieso alle 14 Tagen solch ein Becken entleert wird. Deswegen musste aber, wie gesagt, durch diesen Vorfall auch kurzzeitig mal die Produktion eingestellt werden und die Halterung angepasst werden. Das ist aber alles passiert. Und in den letzten 4 Wochen ist diesbezüglich auch nichts mehr passiert. Also diesbezüglich mal ein kleines Update, damit ihr wisst, was da eigentlich passiert ist. Auch haben wir gute Nachrichten. Es sind 500 weitere Mitarbeiter zum 15.05. jetzt am Band platziert worden. Das ist auch eine gute Nachricht. Also mehr Personal. Und wir hatten ja auch über das Thema Batteriepakete gesprochen, dass nur noch 14 Tage Batteriepakete da sind. Es sind auch noch mehr Batteriepakete jetzt gekommen. Dieses scheint aber so zu sein, dass dieses über die Luft passiert ist. Also auch hier gute Nachrichten. Man hat also einen Weg gefunden, zumindest jetzt eine Überbrückung stattfinden zu lassen. Wichtig ist, dass ihr daran auch seht, dass die Lieferkette noch sehr, sehr angespannt ist, wenn man die Luftkette benutzt. Das heißt, eine sehr, sehr viel höhere Produktion wird sicherlich jetzt erstmal nicht da möglich sein, weil man natürlich erstmal nicht die ganze Zeit die Batteriepakete über die Luft transportieren kann. Wir haben die Glovis Blender schon fast um Indien rum, die Theben an Taiwan vorbei und die ACC Europe ist auch auf dem Weg nach Singapur. Es scheint also so, dass da auch Tesla-Autos drauf sind. Dann noch zu der neuen Produktions- bzw. Auslieferungsstrategie aus Grünheide, denn da gibt es Interessantes zu vermelden. Es wird, wie gesagt, keine Long-Range-Variante erst einmal geben, das hatte ich ja schon berichtet. Und dann wird jetzt als nächstes Modell die Performance-Variante mit Rechtslenker produziert. Und das bedeutet im Detail, dass der britische Markt jetzt auch angegriffen wird, beziehungsweise in diese ganze Produktion aufgenommen wird. Das heißt, es wird auch nach UK exportiert. Das wird wohl zeitnah passieren. Die Testproduktion hier diesbezüglich hat auch schon stattgefunden. Und es ist auch ganz wichtig, es wird auch nach Australien exportiert werden aus Grünheide. Es hört sich verrückt an, aber es ist tatsächlich so. Und was man machen wird, ist, man wird auf die Schiffe, die sowieso mit Tesla-Autos hier nach Seebrücke kommen, die fahren ja dann auch danach weiter, auch ohne Tesla-Autos. Dann haben sie halt andere Autos drauf. Und da fahren auch manchmal Schiffe bis nach Australien. Und da wird Tesla wohl auch Model Y Performance entsprechend drauf machen. Dieses bestätigt auch nochmal die Größe der Nachfrage, sprich die Performance-Variante wird aus Grünheide auch exportiert nach Australien. Ob dieses nur für einen gewissen Zeitraum ist, ist noch nicht ganz deutlich. Wir sehen ja, dass die Produktion in China im Stillstand war und dass man in China eine relativ geringe Model Y-Performance Produktion hatte. Das könnte auch der Grund sein, warum man dann hier jetzt für UK
und dann eben halt auch Australien mitproduziert. Das ist, wie gesagt, mir auch noch zugetragen worden. Das heißt, man expandiert jetzt die Produktion der Model Y Performance Variante, was ja schon mal grundsätzlich ein gutes Zeichen ist. Mehr Mitarbeiter. Also du siehst, es passiert viel in Grünheide. Aber die Hoffnung, dass wir jetzt hier in diesem Jahr noch eine Model Y Long Range Variante in Grünheide sehen, die ist weiterhin zerstört. Das wird 100% nicht passieren. Das ist, wie gesagt, meine Meinung, weil die Nachfrage für die Performance-Variante bestätigenderweise auch durch die Quellen hier einfach so hoch ist. Dann schauen wir noch nach Kalifornien bzw. Amerika, um genau zu sein, Las Vegas. Da werden jetzt immer größere Supercharger gebaut. In Kalifornien ja auch schon, darüber hatte ich ja auch schon mal berichtet. Und jetzt im Raum LA und Las Vegas kommen welche sogar mit 100 Ladestationen. Das ist unglaublich, welche Größe da inzwischen erreicht wird. Und für die Leute in Amerika gibt es jetzt auch die Option, eine Lieferung schneller zu bekommen, wenn man eben halt auf die möglichen Autos, die gerade im Sortiment frei verfügbar sind, schaut. Das kann sein, dass dann das Auto vielleicht nicht 100% übereinstimmt, aber meistens gibt es Übereinstimmungen und dann kannst du tatsächlich sogar dein Auto schneller bekommen. Das hat dann vielleicht schon ein paar Kilometer drauf. Also das kannst du aber, wie gesagt, selber entscheiden, ob du das möchtest. Ja, dann möchte ich noch auf die FSD Beta Updates schauen. Da gab es nämlich gestern ein neues, das 10.12. Und ganz unten steht, es wurden 180.000 Videoclips eingefügt, um nochmal das Spurwechsel möglich zu machen. Sprich, es noch akkurater zu schaffen, einen Spurenwechsel nach rechts oder nach links stattfinden zu lassen, dass es noch besser passiert. Da sieht man mal, wie viele Clips und Videomaterial man hier einspeist, um diese künstliche Intelligenz noch besser zu machen. Genauso wie wir hier auch beim Thema Parken ist parkt, 41.000 neue Clips reingekommen sind, um eben halt die Fehler, die auftauchen, nochmal um 48% zu reduzieren. Also ihr seht ganz, ganz viele Punkte und ich habe jetzt hier gerade nur ein, zwei genannt, die versucht werden, besser zu machen. Es ist übrigens auch so, es soll wohl zeitnah noch ein Update geben hier für auch die europäische Landkarte. Da hat es ja auch schon einige gegeben, die gesagt haben, es ist nicht alles so akkurat. Hier soll also demnächst auch ein Update kommen bezüglich der Maps, die ihr auf eurem Bildschirm sehen könnt. Vielleicht wird es dann da auch gewisse Dinge, die vorher nicht so akkurat waren, behoben sein. Das müssen wir aber noch abwarten. Das wird sicherlich morgen oder übermorgen passieren. Also, es freut mich, dass du wieder dabei gewesen bist. Sag mir gerne, was dein Feedback auch zu diesen Insider-Informationen in Grünheide ist. Das würde mich sehr freuen. Und du kannst natürlich auch noch meinen Podcast Tessie Supply finden auf Spotify, Amazon Music oder natürlich auch Apple Podcast. Also, ich danke dir, dass du dabei gewesen bist. Hat mich gefreut. Wünsche dir noch ein schönes Wochenende.